Nachdem wir die Vektoren eingeführt haben im Koordinatensystem, will ich euch jetzt mal erklären, wie man Vektorkoordinaten berechnet, ohne das Koordinatensystem zur Hilfe zu nehmen. Dazu habe ich mal ein Beispiel mit zwei Punkten, dem Punkt G mit minus 2, 1 und dem Punkt M, 3, 3. Und jetzt wollen wir den Vektor M, G suchen und berechnen. Das Ganze funktioniert über das Prinzip Spitze minus Fuß. Spitze ist in diesem Fall der Punkt G, der rechts am Pfeil steht, und Fußpunkt ist M, links am Pfeil. Und hier sehen wir jetzt als erstes, tun wir eine große Klammer schreiben. Links schreiben wir die Koordinaten der Spitze, das ist der Punkt G, minus 2, 1. Und rechts die Koordinaten des Fußpunktes, das ist der Punkt M, 3, 3 hin. Und in der Mitte kommen dann die zwei Minuszeichen, das heißt, die Spitze wird jeder Wert minus dem Fußpunkt genommen. So, das Ergebnis hier ist dann minus 2, minus 3 ist minus 5 und 1 minus 3 ist minus 2. Und damit haben wir schon die Vektorkoordinaten von unserem Vektor MG. Und nur zur Überprüfung zeige ich es euch jetzt nochmal im Koordinatensystem. Wir sehen hier die beiden Punkte und den Vektor von M nach G. Die x-Verschiebung in negative Richtung durch den blauen Pfeil gekennzeichnet ist minus 5 und die y-Verschiebung auch in negative Richtung ist minus 2. Genau die beiden Vektorkoordinaten, die wir auch berechnet haben. Ein zweites Beispiel wollen wir uns noch anschauen. Jetzt mit Punkt A und B. A minus 1, 3 und B minus 4, minus 5. Und diesmal soll der Vektor AB gefunden werden. Hier wieder die Spitze, Punkt B, minus 4, minus 5 und Fußpunkt A, minus 1, 3. Links steht wieder die Spitze, rechts steht der Fußpunkt. Und was wir hier sehen können, man muss aufpassen mit den Vorzeichen. Wenn wir die Minus einfügen, müssen wir Minus minus 1 nehmen und das ergibt dann plus 1. Wird gerne falsch gemacht. Ich habe sie extra mal gekennzeichnet. Das Ergebnis ist dann minus 3 und minus 8 für den x- und y-Wert des Vektors. Auch hier nochmal eine Überprüfung im Koordinatensystem. Punkt A und B, der Vektor von A nach B, die Verschiebung in x-Richtung um minus 3 und in y-Richtung um minus 8 entspricht genau den beiden errechneten Koordinatenwerten. So funktioniert das Prinzip immer für alle Zahlen. Übt das, indem ihr einfach mal euch Punkte denkt und dann mit zwei Punkten den Vektor ausrechnet.